Hallo meine Lieben, ich habe mal wieder den Vorsatz, eine kleine Serie, Videoreihe, was auch immer zu machen, also auf Basis eines bestimmten Themas. Und wer meinem Kanal schon länger folgt, der weiß, ich bin darin nicht besonders gut und ich halte das meistens nicht besonders lange durch und dann habe ich wieder tausend neue Ideen und dann treibt mein Geist davon und ja. Ich versuche es aber trotzdem. Ich bin inspiriert durch meine 90-Tage-Meditations-Challenge, die ja gerade auf Patreon und Steady läuft. Und das klappt mega, mega gut, wobei ich es auch nochmal einfacher finde, quasi jeden Tag was Schriftliches zu posten oder ein Bild oder sowas und dann zwischendurch Videos, als jetzt eben immer etwas als Video, weil es gibt ja doch so Tage, da kann ich mir etwas gut von der Seele schreiben, aber kann nicht so gut vor der Kamera es erklären oder sowas. Und deswegen möchte ich jetzt auch wieder für mich aufgreifen, dass ich mir die Möglichkeit gebe, manche Videos dann eben auch als quasi Podcast wieder zu machen. Also wo ich dann hier irgendwas Schönes laufen lasse oder vielleicht ein Bild male oder was auch immer und dann vielleicht einfach nur ein bisschen Text drauf spreche, zuspreche und ja, mal gucken. Ich experimentiere da jetzt einfach demnächst mal ein bisschen für mich, weil ich stehe mir mit meinen Erwartungen eben auch teilweise selbst im Weg oder mit meinen Ansprüchen an mich selber und dann denke ich, ach, das muss jetzt so oder so sein oder ja, und dann blockiere ich mich total und dann kommt gar nichts und das ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Ja, und ihr werdet es auch schon an der Überschrift erkannt haben, dass es eben um Meditation und Achtsamkeit geht. Das ist ein Thema, was mir sehr liegt und was euch bestimmt mit Sicherheit sehr gefällt und auch weiterhelfen wird. Und ich möchte das jetzt einfach in kurzen Videos quasi immer mal wieder so einfließen lassen. Ich weiß nicht, wie regel- oder unregelmäßig. Ich weiß nicht, wie lang die dann tatsächlich werden, aber ich hatte eigentlich die Idee, dass es eher kürzere Videos werden. Heute vielleicht ein bisschen länger wegen der Einleitung gerade. Ja, aber dass man eben so seine 5 Minuten am Tag hat oder so, oder nicht jeden Tag vielleicht, aber seine 5 Minuten, wo man einfach kurz einen Input bekommt, den man dann für sich wirken lassen kann, vielleicht zu dem man meditiert oder was auch immer, zu dem man sich seine eigenen Gedanken macht und ihn in seinen eigenen Weg integriert, wenn man das möchte. Und wir fangen heute an mit, was ist denn eigentlich Achtsamkeit? Ich könnte da Stunden und Stunden und Stunden reden, da gibt es Bücher und Bücher und Bücher, aber ich möchte es ja kurz halten. Achtsamkeit ist, den gegenwärtigen Augenblick bewusst und urteilsfrei wahrzunehmen. Klingt ja erstmal nicht so kompliziert. Aber gucken wir auch doch immer dahin, was ist denn nicht achtsam oder warum müssen wir uns denn überhaupt in Achtsamkeit üben? Also wir müssen nicht, aber wir können es sehr gerne und es ist meistens sehr, sehr wohltuend für uns und unsere Umwelt. Aber wo sind wir denn nicht achtsam oder wo fehlt die Achtsamkeit in unserem Leben? Prinzipiell ist es so, wenn wir etwas denken, dann denken wir es. Wenn wir etwas tun, dann tun wir es. Die Dinge, die geschehen sind, die sind geschehen. Das ist so. Und da können wir eigentlich auch nichts dran verändern. Wir können die Vergangenheit nicht verändern. Wir können die Zukunft zwar versuchen zu formen, aber wir können noch nicht, ja, die können sich direkt bestimmen. So zum Beispiel, hey, morgen wird es genau das und das passieren und nächstes Jahr genau das und das. Und wenn wir gerade etwas tun oder denken, wenn wir gerade irgendwie so sind, wie wir sind, dann sind wir gerade so. Und da geht es bei Achtsamkeit ganz, ganz viel um Akzeptanz. Und überhaupt mal erstmal zu erkennen, was ist denn die Realität und die Wirklichkeit und sie dann eben auch erstmal so zu akzeptieren, wie sie ist. Meditation ist da übrigens ein sehr, sehr schöner Weg hinzu, weil je mehr wir in einem Moment innehalten, was wir mit Meditation tun, wir setzen uns hin, wir schließen vielleicht die Augen oder gucken gegen die Wand oder auf den Boden und wir versuchen einfach innezuhalten, einfach nur bewusst wahrzunehmen den jetzigen Moment, wahrzunehmen, wer bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade, wo bin ich gerade. Und versuchen uns der Stille in uns zu öffnen, die Stille, in der so, so viel passiert und die eigentlich so, so laut ist, dem Raum zu geben, was gerade ist und dann eben auch dem Augenblick oder dem Bewusstsein des Augenblicks die Möglichkeit zu geben, überhaupt erstmal durchzudringen. Weil die viele merken das, wenn sie jetzt erstmal versuchen zu meditieren, also die ersten Male, da ist noch ganz, ganz viel an Gedanken zum Gestern und zum Morgen und überhaupt und was wir uns wünschen und was wir uns erwarten. Und da braucht es einfach ein bisschen Zeit des Innehaltens,
damit das so langsam immer mehr durchsickert und alles andere eher verblasst und der gegenwärtige Moment, das, was wirklich gerade ist, damit das dann greifbarer wird und mehr Substanz bekommt, wahrnehmbarer wird. Und wenn es dann soweit ist, dass wir erkennen, was wirklich ist, gerade mit uns und mit unserem Leben, dann haben wir die Möglichkeit, das auch zu akzeptieren, so wie es gerade ist. Wir können es ja dann verändern, wir können daraus lernen, wir können damit arbeiten. Aber so wie es jetzt gerade ist, in dieser Sekunde, das muss ich akzeptieren. Und jetzt kann ich etwas tun. Und jetzt kann ich daraus lernen. Und jetzt kann ich etwas verändern, was ich tun möchte. Jetzt kann ich etwas vorbereiten. Jetzt. Aber wenn ich zum Beispiel gerade 150 Kilo wiege und möchte abnehmen, dann bringt es nichts, wenn ich mir jetzt sage, oh, ich wünschte, ich wäre 100 Kilo schlanker und ich wünschte, ich wäre anders und ich wünschte, dann möchte ich nämlich zu einem Punkt kommen, der ja gerade nicht ist. Aber jetzt gerade habe ich die Figur, die ich habe. Jetzt gerade habe ich die Krankheiten, die ich habe, oder die Gesundheit, die ich habe, den Fitnesslevel, die Freunde, eine Beziehung, ja oder nein. Jetzt gerade habe ich Essen vom Abendessen im Magen und ich habe das und das gegessen. Und es bringt nichts, irgendwas an dieser Realität, an dieser Tatsache verändern zu wollen. Das führt nur zu Leid und zur Verleugnung dessen, was wirklich da ist. Und erst wenn wir uns wirklich gewahr werden, okay, was ist denn gerade mein Ist-Zustand? Was ist jetzt wirklich gerade da? Erst dann können wir lernen, damit dann auch ja, zu arbeiten und uns eben nicht mehr die ganze Zeit irgendwo hin zu projizieren, entweder zu der Vergangenheit, was schon mal gewesen ist, oder zu dem, was wir gerne hätten, sondern eben zu dem, was ist jetzt hier Sache? Was kann ich jetzt hier tun? Wie geht es mir? Was kann ich jetzt, genau jetzt machen? Und dann mag der eine oder andere vielleicht sagen, ja, aber ich weiß doch, wer ich bin und was ich denke und natürlich lebe ich die ganze Zeit hier, ich kann doch gar nicht in der Vergangenheit existieren oder mich in die Zukunft beamen. Ja, aber in unserem Kopf sind wir ganz, ganz oft eben nicht im Hier und Jetzt, sondern bei den ganzen Gedanken, die so uns aufkommen, bei den Reaktionen, wie wir handeln, bei den Taten, die wir machen, wie wir unsere Zeit einteilen den Tag über. Da sind wir ganz oft entfremdet von dem Jetzt und von dem, wer wir wirklich sind und was wir wirklich brauchen und was wirklich unser Weg ist. Denn wir haben natürlich im Laufe des Lebens unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben Dinge kennengelernt, die wir mögen. Wir haben Dinge kennengelernt, die wir nicht mögen. Und darauf bildet sich dann quasi unser Weg, den wir jetzt aktuell gehen und unser Charakter, wobei der Charakter eher so ein Grundbau ist, aber unsere Persönlichkeit bildet sich dann darum und all sowas. Und das ist ja auch an sich wichtig. Also der Mensch ist ja ein lernfähiges Wesen und es gibt Dinge, da ist es auch wichtig oder gut, damit wir nicht jeden Tag wieder allem neu begegnen und alles wieder von vorn anfangen müssen. Also es hat schon absolut seine Funktion. Aber es behindert uns oder begrenzt uns eben auch ganz oft, weil wir dann oft unbewusst einfach auf Basis unserer Vergangenheit handeln. Wir haben irgendwas mal kennengelernt, irgendwo mit einer guten oder negativen Erfahrung gemacht und dann wird es sofort abgerufen, aha, gut oder schlecht. Aber wir begrenzen uns damit sehr, sehr stark und nehmen uns ganz viele Möglichkeiten und vielleicht Begegnungen oder scheuen uns vor Herausforderungen oder sehen uns oft schwächer, als wir vielleicht sind oder haben manchmal gar nicht den Mut, etwas zu tun, weil wir denken, ach, das geht eh schief, weil wir es irgendwann mal so erlebt haben. Und da ist es eben auch Achtsamkeit, dieses Urteilsfreie. Also einmal Bewusstsein, Achtsamkeit, Bewusstsein im Moment. Wer bin ich gerade? Was denke ich gerade? Warum denke ich es? Dass sich da dann eben auch aufschlüsselt, hey, woher kommt denn eigentlich gerade so alles, was ich denke und wie ich es beurteile und wie ich handle? Aber dann eben auch dieses Urteilsfreie. Wie wäre diese jetzige Situation ganz neutral beobachtet, wenn ich weder gute noch schlechte Erfahrungen damit gemacht hätte? Wenn ich diese Situation vielleicht zum ersten Mal sehe, ganz unvoreingenommen, mit den Augen eines kleinen Kindes vielleicht. Und da gibt es eben ganz, ganz oft Möglichkeiten, die sich dann neu entfalten, Türen, die sich öffnen. Oder wir selber, die wir uns ganz, ganz neu wahrnehmen können. Also in der Achtsamkeit geht es nicht darum, im Gestern oder Morgen zu sein. Es geht darum, den jetzigen Moment zu erkennen. Also jetzt handeln zu können. Jetzt ist der einzige Moment, in dem wir leben, in dem wir irgendwas tun können. Und Meditation ist für mich ebenfalls dieses im Jetztsein, sich selber, mit sich selber zusammen sein, sich selber erfahren. Erfahren, wer bin ich denn überhaupt? Sich selber kennenlernen.
und sich dann auch selber ausdrücken, die eigene Energie ins Leben fließen lassen, den eigenen Weg verfolgen. Und wenn ich dann durch Achtsamkeit, durch Meditation erkenne, wer ich eigentlich wirklich bin, dann kann ich auch die Entscheidung treffen, meinen Weg zu gehen. Und vielleicht unterscheidet sich dieser Weg nur minimal von dem, den ich gerade gehe. Vielleicht gehe ich schon automatisch sehr, sehr gut an meinem Weg entlang, der mir gut tut, der meinem Seelenplan vielleicht entspricht oder meinen tiefsten Bedürfnissen. Vielleicht, ja, habe ich auch schon viel gearbeitet und merke, hey, ich habe schon so viel über mich selbst erfahren, so viel für mich aufgearbeitet. Ich bin schon genau auf dem richtigen Weg für mich. Es fühlt sich gut an. Und manchmal ist es aber auch so, dass wir ganz, ganz einschneidende Veränderungen dann vornehmen und merken, oh, da habe ich wirklich mir selbst zuwidergehandelt oder anderen wehgetan. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, der vielen dann Angst macht oder wo viele sagen, oh nee, ich will das nicht, weil sie an einen Punkt kommen, wo es ganz, ganz viel um Eigenverantwortung geht, um selber Entscheidungen treffen. Und viele von uns geben diese Eigenverantwortung ab an das Leben oder an andere, an unser Unterbewusstsein, an all das, was wir eben so gelernt haben im Laufe des Lebens, also an all die unterbewussten Prozesse. Und das ist aber schade, weil wir verändern uns stetig wieder und das Leben ist Veränderung, wir sind Veränderung und wir sind gemeinsam in einer Veränderung. Und deswegen finde ich persönlich es immer wieder wichtig, auch sich zu hinterfragen, sich zu ergründen, sich kennenzulernen, immer wieder aufs Neue. Weil wir auch uns mit jeder Herausforderung verändern, mit jeder Chance, mit jeder Möglichkeit, mit jeder Begegnung. Ja, wir können uns immer wieder selber entdecken. Und das ist eine Reise, ich glaube, ich kenne noch niemanden, der am Ende angekommen ist und deswegen, ich weiß gar nicht, ob es da ein Ende gibt. Ja. Aber es ist halt eben wichtig, dann immer wieder sich damit auseinanderzusetzen, das, was ich gerade mache, so wie ich mein Leben lebe. Passt das noch zu mir? Und manchmal ist es dann wirklich ein ganz, ganz großer Schritt zu sagen, nein, da passt ganz vieles nicht. Und es gibt da Veränderungen, die natürlich auch unangenehm sein können und die vielleicht auch wehtun. Einfach weil wir natürlich auch mit anderen Menschen interagieren, teilweise Familien haben und das vielleicht dann auch nicht immer so 100% passt dann mehr. Oder für uns selber einfach so eine Gewohnheit, so eine Komfortzone gefunden haben, aus der man vielleicht auch manchmal nur einen ganz kleinen Schritt raustritt, aber das schon dann eine große Veränderung mit sich bringt. Und das ist so ein Weg, den ich immer wieder versuche zu gehen, der mit der Zeit ein bisschen leichter wird, weil man merkt, okay, es geht danach immer wieder weiter, danach ist kein Ende. Nur weil ich aus meiner Komfortzone oder aus meiner Gewohnheit heraustrete, ist dann nicht plötzlich die Welt zu Ende und ich falle nach unten. Sondern da geht es dann wieder weiter, da öffnen sich neue Wege und neue Wege. Aber man muss eben dann auch ehrlich zu sich selbst sein. Lebe ich das Leben, was mich glücklich macht? Und wenn nicht, mache ich dann vielleicht nicht nur mich unglücklich, sondern auch andere? Jeder von uns geht seinen ganz, ganz individuellen Weg. Durch Meditation finde ich es eine super Möglichkeit, diesen eigenen Weg zu finden. Und man wird immer den Teil des Weges sehen, zu dem man bereit ist. Man sieht nie seinen ganzen Weg von Anfang bis Ende. Ich sehe immer diesen jetzigen Abschnitt, der jetzt richtig für mich ist, den ich jetzt gehen kann, für den ich jetzt bereit bin. Aber das schafft man auch nur durch eigene Arbeit. Ich meine, natürlich können andere einem Hilfestellungen leisten, Tipps geben, vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel und all sowas. Aber wir selbst sind es, die agieren müssen, die sich entscheiden müssen, die handeln müssen. Es muss hier Klick machen, es muss quasi hier Klick machen. Wir müssen es spüren. Wie oft kennt ihr das, dass dir irgendjemand einen Ratschlag gibt und der eigentlich völlig logisch ist und die andere Person auch sagt, ja, hast dir recht. Aber solange man diese Wahrheit, die es nicht immer ist, aber solange man die Wahrheit für sich nicht wirklich spürt und erfährt, kann man sie eben auch noch nicht umsetzen. Aber der Moment kommt irgendwann. Und Yoda möchte heute natürlich auch nochmal einmal Hallo sagen. Hallöchen.
Und damit möchte ich den heutigen Impuls auch erstmal beenden. Das ist dann doch wieder länger geworden, als ich geplant hatte. Vielleicht lasst ihr das einfach mal auf euch wirken. Vielleicht habt ihr dazu auch einen eigenen Input, den ihr geben wollt. Gerne in den Kommentaren. Bitte hier auch wieder der Hinweis, immer liebevoll, achtsam, respektvoll miteinander umzugehen. Und ja, ich danke euch ganz, ganz sehr fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wenn ihr es einfach mal versucht, wieder mit Meditieren, mit Achtsamkeitspraxis, dann ja, seid liebevoll zu euch selber, seid mitfühlend. Akzeptiert den Punkt, an dem ihr gerade seid, an dem Punkt, wo ihr seid, an dem Punkt an eures Lebens, an dem ihr steht, der Punkt des Weges, auf dem ihr gerade steht. Es ist so, wie es gerade ist. Und wenn ich das akzeptiere und offen bleibe, dann eröffnen sich ganz, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten und die Energie kann wieder ganz, ganz wunderbar fließen. Dankeschön.